Im Eiskunstlauf ist ja in dem Kürprogramm sind die Sprünge sehr dominant und auch ich habe mich also schon fleißig und frühzeitig an Doppel- und Dreifachsprüngen versuchen müssen und bin in den Lernphasen oft gestürzt. Also oft auf den Bauch gestürzt, so ein Bauchklatscher hat man mal gesagt und hatte dann ziemliche Verletzungen an den Ellenbogen. Und in einem Ellenbogen haben sich dann praktisch Knochensplitter in diesen Gelenkspalt abgelagert, sodass die Bewegungsfähigkeit eingeschränkt war. Das musste operiert werden. Im 16. Lebensjahr ist das dann passiert und da hatte ich eine sehr lange Verletzungspause und bin in der Zeit auch aufgrund ja, des Alters gewachsen, fraulicher geworden und es war dann für mich nicht mehr so die Perspektive, bis zur Weltspitze zu kommen. Und ja, da stand dann an, was tun? Eis mit Eisschnelllauf hatte ich eigentlich gar nichts am Hut. Also ich bin damals schon zur Kinder- und Jugendsportschule gegangen, also ab der 2. Klasse. Und das hatte für mich Priorität, dass ich an dieser Schule weiter meine Schule, also meine Klassen absolvieren konnte und meinen Schulabschluss machen konnte. Und ich hatte aber aufgrund von vielen Trainingsstunden, die außerhalb von Dresden stattfanden, weil wir in Dresden lange keine Eishalle hatten, keine eigene, und im Sommer oft nach damals Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz gereist sind, um dort zu trainieren, gab es viel Schulausfall, und dadurch gab es eine Schulzeitverlängerung. Und mit 16 Jahren war ich im Stoff der 8. Klasse. Und es war für mich nur schwer vorstellbar, mit 16 Jahren an eine normale polytechnische Oberschule zu gehen, in eine Klasse, wo alle 2 Jahre jünger sind. Also ich wollte doch schon bei meiner Schule bleiben. Und da war aber Bedingung, dass man einen Leistungssport ausübt. Und dann kam das Angebot vom Eisschneller, von den Trainern, komm zu uns, du bist groß, hier kannst du was werden und so. Ja, und im Prinzip habe ich gesagt, okay, mache ich. Für mich war wichtig, ich kann an der Schule bleiben.